Lukas, du hast auch bei G-Time jetzt das Haus betreten und das darfst du nicht. Das gibt ein Bibidi-Babidi-Bam. Ich bring dich um! Ich geh da runter! Ich bring dich um! Revi, du versuchst so eben die Projektorder zu bestechen. Nimm deine Sachen, verlass das Haus, du kriegst Hausverbot hier. So, ich muss mich mal ganz kurz um was kümmern, Chat. Ich habe da nämlich was mitbekommen. Und zwar, Debitor. Ja? Du bist doch gut in so Fallen und sowas bauen, ne? Manchmal schon, Ich muss mich leider nochmal bei Evive rächen. Der hat nämlich hier tatsächlich bei mir im Keller, pass mal auf, mach das kaputt und du bist tot. Der hat sich nämlich hier eiskalt, der hat sich hier wirklich, das ist so dreist. Das ist es doch, oder Leute? Ist das alles? Ist das schlecht? Das war's? Hä, wie schlecht? Was für ein schlechter Troll? In der Ecke von der Treppe hier. Oha. What the hell? Ah! Ah! Was ist das hier? Was hat der hier gebaut? Als ob das Evive gebaut hat. Das ist von G-Time. Ja, ja, stimmt. Hier ist das Herz. Ja, das ist alles G-Time, ne? Das heißt, der hat unsere Keller verknüpft. Als Zeichen der Freundschaft. Nee, Alter, der wohnt einfach wie eine Made da. Was für Freundschaft, Digga. Der hat sich da eingenistet wie ein Hund. Der wohnt einfach in dir jetzt. Evive klaut Sachen bei G-Time. Das ist ein Banngrund. Damit kriegen wir ihn. Lukas. Hey, was machst du Schönes? Nix, ich bin gerade essen rum. Bin gerade am Stream. Grüß mal den Stream. Ja, mega. Am besten kommst du mal gleich kurz Discord. Es gibt ein kleines Problem. Ja, ich bin leider nicht zu Hause. Du müsstest aber schnell mal lieber kommen, weil du hast nämlich gegen ein paar Regeln verstoßen. Welche Regeln denn? Du hast tatsächlich bei mir im Keller jetzt wieder was gebaut, habe ich gesehen. Das ist ja soweit lustig. Das war ja schon gebaut, ne? Das hast du halt übersehen. Ja, ja, genau. Und jetzt hast du aber das Ganze mit dem Haus von G-Time verknüpft. Und ich war da ja auch. hab da ja nichts verändert oder kaputt gemacht. Also die Wand ist zu, da habe ich mich nicht übergeben. Keine Sorge, ich bin ja nicht blöd. Lukas, du hast auch bei G-Time jetzt das Haus betreten und das darfst du nicht. Du hast mein Grundstück verlassen und Kevin hat ausdrücklich gesagt... Meines Wissens nach war das ja dein Keller. Und als ich rausgefunden habe, weil Leute mir die Kommentare geschrieben haben, habe ich nur kurz mal geguckt und habe dann gesagt, sorry, und bin wieder rausgegangen. Deswegen bin ich an der Stelle cool raus mit Freund. Das ist ein Banngrund, ne? Das ist kein Banngrund. Das ist ein Banngrund. Ich hab nichts gemacht. Das ist ein Banngrund, Bro. Das ist kein Bankgrund, Junge, laber mich nicht voll. Ich habe gar nichts gemacht, ich hab die Wand wieder zugebaut. Sah nicht so aus. Ja, aber guck mal, es ist einfach cool. Guck mal, ich wohne jetzt unter dir. Das sieht ja auch schön aus, ich hab's mal wirklich schön gebaut. Ich will nicht, dass du unter mir wohnst. Schade. Ja, nicht schlimm, ich wohne bald wieder woanders, keine Sorge. Ich hab dir ein neues Haus gebaut. Du wirst morgen sehen, morgen lasse ich Craft Attack hoch und dann ist dein Ende da, mein Freund. Spark, hörst du das? Der droht mir. Also morgen ist dein Ende nah, weil die Folge dann zu Ende irgendwann ist. Spark, der droht mir die ganze Zeit. Der will auch nicht anerkennen, dass er da nicht wohnen darf. Doch, ich werde da nicht wohnen. Ist gar kein Problem. Du darfst... Ja, ich wohne auch in meinem Stripclub. Das ist doch super. Alter, Karskraft auch hier. Ey, da ist sie ja die Portwatz-Kerngruppe. Einmal eben durch, Debi, und dann können wir es machen. Dann machen wir mal eben Oberstadt, oder? Oberstadt. Gehen wir hoch, machen wir die Oberstadt. Kommt, Jungs. Also, wir haben ja hier die Kirsch jetzt hier fertiggestellt und ich glaube, da hat auch keiner was gegen einzuwenden. Ist nicht übel, muss man sagen. Ist nicht übel. Also, Andy hat nicht gekotzt, das ist schon mal ganz gut. Bauleiter sagt, passt, dann können wir da weitermachen. Sehr schön. Ja, mega geiles Design hier von der Mauer. Was soll ich sagen? Karskraft, absolut wild, wirklich. Jetzt ist Klim noch hier, das ist schade. Gut, passt auf, ich würde sagen... Okay. Hallo. Schaut mal hier, also ich habe mir hier überlegt, mit Rottpilz zusammen, ne, haben wir hier quasi wunderschönst gebaut, die Kirsch mit dem Friedhof. So, jetzt ist ja hier folgendes, jetzt, wenn man jetzt hier die Mauer bauen würde, ne, wir haben ja hier so eine Art Erhöhung, so ein Plateau. Ich fände es trotzdem geil, wenn die Mauer hier auf der gleichen Ebene ist und das Plateau quasi die Oberkante der Mauer so ein bisschen darstellt. Versteht ihr, was ich meine? Wie so ein Garten, dass das quasi so hier da oben dann so ein kleiner Schlossgarten ist, mit einem kleinen Park und so. Das heißt, du könntest, wenn du wollen würdest, schon mal, Cast, hier die Mauer einfach entlang ziehen auf der gleichen Höhe, ne? Und dann passen wir das. Willst du die Mauer hier wirklich weiter runterziehen dann? Oder willst du das Gelände anheben? Ne, das Gelände heben wir dann an. Also die Mauer kommt auf die gleiche Höhe und wir heben das Gelände an, dass es quasi auf einer Ebene ungefähr ist. So, ja, ne? Das ist ja unsere Spezialität. Die Mauer geht ja sowieso direkt hier von der Nase vorbei. Ist ja schon richtig, genau. Kommt mal kurz mit. Hier ist ja schon so ein bisschen der Hyperloop-Eingang und sowas. Das hat ja Cast, glaube ich, ja alles schon gemacht. Das hat ja schon so ein kleines... noch ein eigenes Symbol an unserem... ist geplant. Ey, ganz ehrlich, was machen wir mit so Leuten? Wenn, also jetzt
zum Beispiel Chef Strobel, wir sind jetzt so viele Leute hier, der füllt seinen Raketenshop nicht mehr auf. Ich bin der Meinung, wir machen das jetzt einfach und verkaufen da. Wir verrammeln jetzt den Shop hier, Klim, wir bauen den zu, nehmen die Raketen und packen die bei uns in den Store, oder Spark? Das geht doch. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich glaube, das wäre auch am fairsten gegenüber Chef Strobel. Ja. Die Sachen, die wir unten verkauft haben, gehören ja ihm. Ja, nicht alles. Ich habe ja auch noch Gunpowder von mir da reingepackt. Ach so, okay. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, verkaufen wir die bei ihm im Shop. Ja. Und wenn er sich in den nächsten 1 bis 2 Wochen gar nicht meldet, ist einfach alles uns. Und wenn er sich meldet, kriegen wir einen Teil ab, weil wir haben den Refill. Okay, Spark, ist das fair? Aber sag ihm auch mal Bescheid deswegen. Ja, mach ich. Okay, easy, dann machen wir, dann füllen wir es, Chef Strobel. Wir führen sein Business hier weiter. Ihr könnt bitte weiterhin regulär zahlen. Und wir betreiben das Ganze dann privatwirtschaftlich weiter zum Gemeinwohl des Servers, ne? Ja, und jetzt hier auch mal ans YouTube-Video an der Stelle, wenn wir gerade darüber reden, gescammt zu werden. Wie viel Geld habt ihr denn schon mit Scams verloren und vor allen Dingen an wen? Schreibt mir doch mal den besten Scam, den ihr jemals erlebt habt, in die Kommentare und schreibt mir vor allen Dingen, ob dieser Scam aufgelöst worden ist und falls nicht, warum ihr diesen Scam nicht selber praktiziert. Ah, Elvive! So, Elvive, jetzt wo du gerade hier bist, ne? Jetzt wo du gerade hier bist, mein Guter. Ich war mal wieder sehr, sehr produktiv hier und baue hier gerade am Pogwarts weiter. Und ich habe deine zweite Base da gefunden, ne? Ist ja klar, bin ja nicht dumm. Ja. Du hast einen Regelverstoß gemacht. Das ist ja so gut, dass Spark ja gerade hier ist. Ganz kurz, was habe ich für einen Regelverstoß gemacht? Oh, du hast dich bei G-Time da einfach eingenistet. Ich habe mich bei G-Time nicht eingenistet. Warum bei G-Time? Ja, das ist aber leider alles unter G-Times Grundstück schon, wo du da gebaut hast und nicht mehr bei mir. Genau unter deinem Haus. Falsch. Okay, dann gehe ich jetzt dahin und baue mich nach oben, okay? Nein, machst du nicht. Dann bist du nämlich bei G-Time. Keiner darf das Haus betreten, Lukas. Und du hast dich nicht dran gehalten. Das gibt ein Bibidi-Babidi-Bam. Du hast mein Haus zu einem Stripclub umgebaut. Du brauchst hier gar nichts sagen, Junge. Dein Haus ist ein rosa Haus. Mehr nicht. Was da drin ist, das ist, Ja. Spark, ich will ja nicht sagen, aber guck mal hier. Ich hab da was für dich, wenn du es ausführst, ne, den Bann. Revi, du versuchst so eben die Projektorga zu bestechen mit Kohle. Oh, das habe ich jetzt hier aber auch auf Bann. Der hat mir eben Kohle gegeben. Okay, pass auf, komm mit. So, hier, dann mach mal bitte. Ja. Nee, warte, chill mal, wir bleiben jetzt mal hier, mein Freund. Nein, hier geht's doch runter von dir, guck mal. Aber hier, weiß ich nicht, wer das gebaut hat. Ja, also. Ja, wahrscheinlich warst du das nicht, ihr Weib. Nein, ja, da habe ich nur ausgebaut, okay, aber hier der Hauptgang. Das ist ja jetzt erstmal das Hauptding. Nein, wir gehen da zur Ecke. Du kleines, ich bring dich um, ich geh da runter, ich bring dich um. Also ihr seid jetzt gerade da, ne? Ist das die Ecke? Nein, die Ecke vom Grundstück ist hier, Spark. Hier hat er sich breit gemacht. Hier. Okay. Und Spark, es geht noch weiter, hier. Warte, leise. Erstmal jetzt, Spark, bitte, was würdest du sagen? Also, da wo Revi jetzt gerade ist, ist ja die tiefste Ecke unter G-Times Grundstück, ne? Oh! Nein, falsch. Stopp, Revi. Es ist noch in deinen Palisaden. Okay, Spark, dann erklär mir das hier. Warum schlägst du mich? Hör doch auf! Er will mich töten. Guck mal hier, Spark. Das Ding ist halt, hier einfach eingebaut. Und guck mal mit, Spark. Das Problem ist, G-Times Grundstück ist aber leider, geh da weg, leider schon genau hier. Guck mal, das alles ist schon G-Time. G-Time hat sich halt unter die Palisade sozusagen dann auch. Richtig, und das ist halt das Problem. Aber stopp. Das kann ich hier auch ja gar nicht. Kleines Spark. Richtig, das heißt, eigentlich ist das hier gar nicht mehr mein Grundstück, Spark. Verlass das Haus. Nimm deine Sachen, verlass das Haus. Du kriegst Hausverbot hier. Runter vom Grundstück, hab ich gesagt. Es reicht. Ja, ich bin noch. Du bist nicht runter. Du bist. Ich geh doch. Ich hab dir schon 10 Mal einen Countdown gemacht. Hallo. Du, Revi, ich brauch dich auch mal kurz. Kurze Frage, warum baut Revi gerade auf meinem Grundstück? Ich baue nicht auf deinem Grundstück. Spark, du kannst auch, wenn du kurz Zeit hast, kurz schauen. Du nicht, Evive, du darfst nicht schauen. Boah, Digga, was? Andi. Ich wollte euch mal eure Meinung mal noch zum Tor einholen, weil jetzt ist es rein theoretisch fertig. Ich find's sehr wild. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn die Ecken noch ein Element drin hätten. Sowas wie eine andere Prismarinscherbe, also eine andere Prismarinfarbe oder Blackstone, weißt du, um das ein bisschen zu framen. Wir könnten entweder Dark Prismarine nehmen oder wir nehmen die normalen Prismarine. Vive, kannst du vielleicht ganz kurz auch ein bisschen Input geben? Sag du doch mal was Intelligentes. Dark Amberies finde ich raus. Dark Amberies. Ja, also, dann probier's einfach mal blauen Holz. Ich könnte mir vorstellen, dass es am besten passt. Ja, finde ich geil. Machen wir so. Hör auf, Mann! Hallo! Ja! Ich hab mein Totengolem. Was hast du, dein Totengolem? Ich nehme die Challenge an, Kroko. Ich baue dir ein geiles 5x5 Haus. Und wenn es dir nicht gefällt, dann, Lukas, und jetzt kommt nämlich eine Bedingung, die du akzeptieren musst, ja? Du bist einen Tag lang der Sklave von Crocodile Andy. Nein, warum soll ich ein Sklave sein? Okay, dann kriegst du leider keine Lytra, schade. Okay. Also, ich würde jetzt mal so weit sagen, ich schätze den Revi als sehr guten Baumeister an. Ich würde die Sklavenregelung rauslassen, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass Revi mit Absicht einen Schmarrn macht. Genau, einen Tag Sklave musst du sein. Wenn, dann müsst ihr beide einen halben Tag.
Ich habe jetzt die Elytra, Kroko. Die Challenge steht. Ich muss mal gucken, ob ich die dir morgen gebe, Lukas. Wir können ja morgen streamen. Ja, ich lerne mir morgen. Aber ich glaube, morgen nach meinem Video sind wir nicht mehr so die dicksten Freunde. Deswegen gib mir die am besten jetzt schon mal. Nee. Wir haben gesagt, wir machen das morgen. Alles gut.